nicht unterbrechen. Selbst wenn du das hier überlebst, mit dir sitzt. Selbst wenn du das hier überlebst, mit dir sind sie fertig. Die Dux haben in Trutzburg dringlichere Interessen, als einen Kaufmann zu retten, der sich selbst über Bord wirft. Versano fällt auf die Knie und faltet seine Hände zusammen. Palegina, hab Gnade. Ich habe gegen die Dominels keine Chance. Er beißt sich auf die zitternde Unterlippe. Ich habe Mr. Fogut Schande über mich selbst gebracht, aber du kannst doch nicht zusehen wollen, wie dein Landsmann vor die Hunde geht. Palegina starrt Versano in einem langen Augenblick an. Bevor sie fortfährt, gleiten die Dickhäute ihrer Augen nach außen und wieder zurück. Versano, Versano, warum vergeuerst du deinen kostbaren Atem auf mich? Meine Befehle hatte ich vom Botschafter und durch den Botschafter von Leuten, die so erhaben sind, dass du dich geehrt fühlen solltest, dass ich einen Moment lang damit befasst haben, ob du leben oder sterben sollst. Du scheinst mir niemand zu sein, der die Götter anfleht, nicht in die Hölle zu fahren. Aber warum fliehst du nicht die einzige Person in diesem Raum um Gnade an, die die Macht hat, sie dir zu gewähren? Sie wendet ihre Aufmerksamkeit und hebt erwartungsvoll ihre gefiederten Augenbrauen. Ich habe beabsichtigt, Versano vor den Dominels zu schützen. Die Dominels sind es nicht, um die er sich Sorgen machen muss. Versano, du bist auf dich alleine gestellt, nachdem du deine Schulden bei mir beglichen hast. Also mit den Dominels haben wir schon genug schlechte Erfahrungen in der Parallele. Wir haben sogar schon einen ihrer Pläne vereitelt. Wenn die das herausfinden, sind wir eh am Schiss. Also helfen wir mal lieber. Mehr Verbündete gegen die Dominels zu haben, ist immer besser. Palegina lässt ihren Blick fallen und beginnt leicht ihren Kopf zu schütteln. Wenige Augenblicke später wirft sie ihren Kopf nach hinten. Hahaha, ha, ha. Oh Versano, immerhin gibt es einen Heiligen, der auf dich aufpasst. Sie nimmt einen langen Schritt durch den Raum und packt sich den Kopf des bereits überaus nervösen Versanos mit ihren gefiederten Händen. Eine Geste, die sich auf dem gefährlichen, schmalen Grat zwischen Liebkosung und Zerquetschen bewegt. Aber komm mir bloß nicht und klopfe an die Türe der Botschaft, verstanden? Versano antwortet mit mehrmaligen schnellen, schwachen Nicken. Palegina nickt einmal zurück und gibt ihm einen leichten Klaps ins Gesicht. Do as you will. He's no longer my concern. Sie dreht ihren gefiederten Kopf in deine Richtung. Tu, was du willst, er ist nicht mehr meine Sorge. Und da sind sie auch schon, die Versanos. Dann erstellt in Begleitung eines Trupps Dominel Fuß und dann durch die Tür. Ihre behandschuhte Hand lässt sie auf dem Heft ihrer Waffe liegen. Als sie dich ansieht, hat sie ein spöttisches Lächeln auf dem Gesicht. Anscheinend tat ich falsch daran, dein Versagen zu übersehen, aber keine Sorge, diesen Fehler werde ich kein zweites Mal begehen. Okay. Durens, du zurückziehen. Angriff. Angriff. Wo ist Imutak? Angriff. Okay. Gut. Du da machst erstmal eine Schutzaura hier irgendwo rein. Ah, alle, die ich auswählen kann, auf Kanna. Du machst die Streugeschosse auf Dana. So, und da, wenn Dana tot ist, haben wir das Schlimmste hinter uns. Ne? So. Jetzt du. Alianischer Soldat. Hat's Versano überlebt eigentlich? Ja, Mestre Versano, der lebt noch. So, dann müssen wir den Schläger, der ihn bedroht, mal loswerden. Und dann noch den Schläger. So, dankeschön. Das war gar nicht mal so schwer. Quest abgeschlossen, jedenfalls. Er wischt sich den Schweiß vor der Stirn und sieht sich mit den weit aufgerissenen, ängstlichen Augen eines gejagten Tiers im Lagerhaus um. Amicho, ich kann dir gar nicht genug danken, aber das wird die Dummelses nicht lange auffallen. Ich muss von hier verschwinden und dasselbe würde ich auch dir empfehlen. Mit zitternden Händen übergibt er dir seine Pistole und einen Münzbeutel. Das ist alles, was ich nach dieser unglückseligen Unternehmung übrig habe. Vielen Dank und bitte pass auf dich auf. So, was haben die noch Schönes?
Guter Schuppenpanzer, gutes Rapier, guter Dolch und sehr viel Geld. Gestanztes Zauberbuch. Alof, wirf mal einen Blick da drauf. Mhm. Und Dana hat nichts mehr. Gut. Können wir jetzt die Kisten plündern, ohne als Diebe gebrandmarkt zu werden? Nein, können wir nicht. Das hat aber verdammt viel Erfahrung gegeben. Jo, das hat uns jetzt mal vorwärts katapultiert. So, Pistölchen. Vergebung. Eder. Jo, das haut rein. Jetzt kann Eder ballern. Hm. Sehr schön. Keep it quiet. Jo, wir können uns hier verstecken und das alles plündern. Jo. Eine gute Brigadine und ein Hammer. Warum bemerken mich die Jungs nicht? Ich hoffe, ich mache mich hier dadurch nicht irgendwo unbeliebt. Aus Dominal bin ich in Schrecken. Yay. Trutzburg bin ich neutral. Ah, Rieselschwamm. Okay. Damit wäre das auch erledigt. Ich frage mich, wie ich die gefiederte Paladinin in meine Gruppe reinkriege. Die wäre nämlich gar nicht mal so schlecht zu haben, dass ich noch einen zweiten guten Nahkämpfer hätte. Wobei ich nicht mal genau wüsste. Ich glaube, da müsste Sagani raus aus der Gruppe. So. Ja, da ist sie sogar. Ah, hallo. It's done then. Palegina schaut mit zufriedenem Gesichtsausdruck hoch. Ah, dann ist es also erledigt. Verzano plays with fire and someone else always pays the price for it. Your charity is more than he deserves. Still, at least I don't have to deal with him anymore. For that I'm grateful. Verzano spielt mit Feuer und muss. Und immer muss jemand anders dafür den Preis bezahlen. Pellegrina seufzt. Deine Mächtigkeit ist mehr, als er verdient hat. Trotzdem, wenigstens muss ich mich jetzt nicht mehr um ihn kümmern. Dafür hast du meinen Dank. Whether you intended to or not, you've done the Valian Republics a service today, ridding us of him. I work closely with the embassy to protect our interests, but lately I think our gaze has been too narrow. Indem du uns seiner entledigt hast, hast du den Valianischen Republiken heute einen großen Dienst erwiesen. Ob du das beabsichtigt hast oder nicht. Zum Schutz unserer Interessen arbeite ich eng mit der Botschaft zusammen. Aber ich finde, dass wir in jüngster Zeit so kurzsichtig handelten. You clearly have pursuits of your own in the city, but I think we could help each other out. If you're interested in doing some work for us. Officially, I mean. We can go together and I'll introduce you to the ambassador. Du gehst in der Stadt eindeutig deinen eigenen Interessen nach, aber wir können einander trotzdem helfen, sofern du gewillt bist, Aufträge für uns zu erfüllen. Sie schaut zum Lagerhaus zurück und hebt ihre gefiederten Augenbrauen. Ich meine ganz offiziell, wir können zusammen in die Botschaft gehen und ich würde dich dem Botschafter vorstellen. Das klingt gut, lass uns gehen. Maybe I can finally do something more worthwhile than playing nanny to merchants. The embassy is up in first fires, southwest of the Ducal Palace. Gut, vielleicht kann ich jetzt endlich was Wichtigeres tun, als Kindermärchen für Kaufleute zu spielen. Sie lächelt. Die Botschaft befindet sich in Urfall, südwestlich vom Palast des Dux. Tut mir leid, Sagani, du musst meine Runde aussetzen. Nein. Nein, 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 das wollte ich nicht.
Warum ist das an? Das ist doch ausgeschalten, oder? If enabled, this option allows you to manually level up new companions. Okay, ich glaube, der Spielstand ist ein bisschen buggy. Ich muss sie jetzt ableveln. Das ist jetzt blöd. Naja. Das ist echt blöd jetzt irgendwie. Intensive Flammen, tiefer Glauben. Tiefer Glauben natürlich. Die scheint gerne mit zwei Händen zu kämpfen, ne? Nächste Stufe. Jetzt muss ich die tatsächlich ableveln, obwohl ich das eigentlich ausgeschalten hatte. Okay. Heimlichkeit. Überleben. Eifrige Ausdauer. Schadenslos und Hand auflegen hätte ich eigentlich ganz gerne. Hand auflegen. So. Nächste Stufe. Wissen und Athletik. Größeres Hand auflegen, intensive Flammen. Ja, nehmen wir offensiv. Kampfwachs Schwert, Edelmann, Soldat müsste das sein. Großschwert, genau. Nächste Stufe. Na, noch eine Stufe muss ich ja verpassen. Überleben. Und weiter. Eifrige Ausdauer. Ja, genau. Kriegt sie das und erledigt. Dann kommt sie nach da vorne. Kommt eins vor. So. Gut. I'm ready. Dann machst du mal deine eifrige Ausdauer gleich an. Und wir gucken mal uns kurz deine Sachen an. Du hast einen guten Zweihänder und eine gute Pistole. Wir haben nicht zufällig eine gute Arbalest noch. Wir hätten eine gute Armbrust. Wer benutzt zurzeit eine Arbaleste? Du. Wenn wir dir die gute Armbrust geben, machst du weniger Schaden, schießt aber schneller, was praktisch ist. Und du kriegst die Arbalest und das kommt mal weg. So. Du hast einen guten Brustharnisch, der sogar gelb ist. Gut. Einen Helm können wir hier nicht aufsetzen, aber wir können hier einen Umhang geben. Der einzige Umhang, den wir haben. Haben wir sonst noch was Gescheites? Also eine super verzauberten Zweihänder haben wir nicht. Da musst du mit dem guten Zweihänder auskommen. Nee. Reflexe Heilungsbonus. Willen. Dann kriegst du den. Dann kannst du dich besser absetzen und so. Gut, damit wäre das auch geklärt. So. Das haben wir zwei. Das haben wir mit einem Paladin einen sehr guten Nahkämpfer noch im Team. Domäne-Schläger, okay. Baller mal da voll rein und du machst Stopp auf die. Yeah.
Ja. Let's fetch, würde ich sagen. Hm.